Hey Leute, willkommen. Ein neues Video. Heute geht's weiter mit dem R35. Gestern noch R34. Also die Nissan-Woche ist am Laufen. Ich hoffe, ihr hattet gestern Spaß und habt gesehen, wie wir das Cars umgebaut haben. Heute ist, wie gesagt, der 35er dran. Falls ihr zum ersten Mal zuguckt, ich bin's Adam. Der Channel heißt Race City. Falls ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun und die Glocke aktivieren, denn ihr seht dann sofort, wenn ein neues Video online ist. Was wird heute in dem Video passieren? In dem Video heute zeigen wir euch zwei neue Teile und wir zeigen euch, mit welchem Block wir arbeiten werden, was haben wir da, denn der Motorzusammenbau ist so kurz vom Start. Fangen wir mal an. Heute ist, wie gesagt, letztes Mal haben wir gesagt, es ist New Car Day, heute ist New Parts Day. Wir hatten ein Problem gehabt, als wir die Teile abgeholt haben, hat die Kurbelwelle gefehlt gehabt. Also mussten wir eine neue Kurbelwelle kaufen. Wir haben gesehen, in Deutschland kostet die Kurbelwelle neu um die 1600, 1800 Euro. Das ist natürlich ein stolzer Preis, aber auch ein Preis, den man für so ein stolzes Auto zahlen muss. Wir haben dann ein bisschen gegoogelt, ein bisschen rumrecherchiert und haben einen Shop in Amerika gefunden, der hatte gerade mega Sale gehabt und haben die Kurbelwelle für 800 und ein paar zerquetsche Dollar gekauft. Richtig. Neu. Hä? Richtig. Richtig. Natürlich nach dem Versand und Zoll und allem drum und dran sind wir auf 1100 noch was gekommen, aber immer noch deutlich billiger als hier in Deutschland die Kurbelwelle, ja? Die Kurbelwelle kam auch wirklich sehr schnell an, alles super, alles fein. Wir haben die schon mal Probe gelegt, gestern mit Dominik, ja? Der war natürlich hier und hat alles gecheckt, ob wir dann keine Scheiße gebaut haben. Ich zeige euch das mal. So, das ist wie gesagt die neue Kurbelwelle. Ja, Kurbelwelle halt neu, seht ihr an den ganzen Lagerstellen. Ich erinnere mich, dass halt bei der alten Kurbelwelle, die hier verschlissen war, quasi bei den Pleuellagern, deswegen mussten wir sie neu holen. Ich kann euch leider den Block jetzt nicht umdrehen, aber wir werden euch das im späteren Video zeigen, wo die dann fest ist, wie halt der Block ganz aussieht. Bisher habt ihr den Block bei uns nur gesehen, zerstört mit Löchern und Abreibung. Hier, an, wenn ihr euch richtig erinnert, an dem Griddle, war das ja so gewesen, dass quasi hier alles weggeschlagen war, gebrochen war. Die Lagerungen waren misshandelt und sowas alles. Wir haben hier noch die alten Lagerschalen eingelegt, da wir ja die noch vermessen müssen und sowas alles. Das erstmal dazu. Also wie gesagt, der Block ist jetzt da, die Kurbelwelle ist jetzt da. Was wir noch bestellen müssen, sind diese Düsen für die Kolbenbodenkühlung und dann Schrauben. Schrauben ist ja jetzt auch so eine Sache. Ich habe natürlich gleich gesagt, ey, wir nehmen das ganze Set von ARP. Dann habe ich den Preis dafür gesehen und haltet euch fest, die Blockschrauben liegen bei 300 noch was Euro und die Kopfschrauben, das ganze Set, bei 1100 Euro. Jetzt ist es natürlich so, dass wir Leute, die GTRs fahren und Erfahrung haben, wie mit unter anderem den lieben Paul von Materialmord, den ich immer nerve. Danke nochmal, dass du einmal mit einem Rat und Tat uns zur Seite stehst. Ja, mal fragen werde, ey, brauche ich bei der Leistung, die wir anpeilen, unbedingt diese ARP-Teile oder kann ich auch die Nissan-Serien-Schrauben nehmen? Aber das werden wir euch dann erzählen, wenn wir den hier quasi zusammenbauen. Kommen wir rüber, die Köpfe. Ja, also ich habe jetzt obligatorisch einen hingelegt. Köpfe war bei uns ja das Problem, dass die Köpfe kaputt waren. Ja, also die hatten einen Schaden durch diesen Motorschaden verursacht. Das ganze Öl mit den Partikeln, mit diesen Metallpartikeln hat da Sachen zerstört. Ganz besonders die Laufflächen von den Nockenwellen, die waren hier auf diesen Flächen zerschlissen. Also was haben wir gemacht? Das sind gebrauchte Köpfe, die aber noch top funktionieren. Wir müssen uns... Ist das nächste Paket? Das ist das nächste Paket. Der Sichek hat ein Talent, läuft einfach mitten in der Aufnahme rein. Wir haben nämlich noch etwas bestellt. Ja? Dazu kommen wir gleich. Das kommt aus England, ne? Ja, das ist aus England. Das ist heute aus England. Heute war ein geiler Tag. Danke nochmal an UPS. Ja? Der UPS-Mann kam heute an mit Paketen. Das war wirklich richtig geil. Schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr euch immer freut, wenn Sachen ankommen. Jetzt hast du es schon gezeigt, oder? Packen wir erstmal weg. Ist aber nicht zu sehen, oder? Doch.
Warte ganz kurz, ich erzähle erstmal zum Kopf zu Ende. Ich komme gleich dazu. So, also, was Dzisiek da gerade in der Hand hat, zeige ich euch gleich. Erstmal zum Kopf. Es sah erstmal alles super aus und alles toll. Aber natürlich, Dominik hat gestern ein großes Problem gefunden, das uns nicht zufriedenstellt. Nicht gerade leicht. Also für die Leute, die gleich sagen, es ist nur einer, natürlich haben wir auch den zweiten, aber den wollte ich da jetzt nicht hierher karren und euch zeigen. Er sieht genauso aus. Also unser Problem, was Dominik gestern entdeckt hat, was mir erstmal gar nicht aufgefallen ist, dass irgendein Spezialist diese ganze Dichtfläche hier poliert hat. Ja, also wenn ihr genau hier hinguckt, guck mal, sogar diese Übergänge sind normalerweise so scharfkantig, die sind hier sogar so abgerundet. Ich frage mich, wie, was einen geritten hat, das zu machen. Und da wir eine Multilayer-Dichtung benutzen, muss diese Oberfläche genauso wie die Oberfläche am Block ja, so rau sein. Das hieß Rauheit, also die müssen einen entsprechenden Rauheitsgrad haben. Was werden wir machen? Wir werden auf Nummer sicher gehen. Guck mal hier, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder aus dem, ich sehe es schon wieder. Hier ist ganz, ganz doll zu sehen, wie abgerundet das ist. Also wirklich, denjenigen müsste man kloppen. Ja? Also, wir werden damit zu einem Motorenbauer gehen, auch ziemlich demnächst. Und werden dort auch filmen, was mit dem Kopf passiert. Also wir werden den Kopf zerlegen mit ihm, werden alles überprüfen, gegebenenfalls nachbessern. Und wir werden den planen müssen, damit wieder die Oberfläche ihre raue Seite hat. So, bevor ich zum Kolben und Pleu komme, ist Dzisiek schon ganz ungeduldig. Ja. Du willst zeigen, was wir hier haben, oder? Na, vor allem will ich dir was zeigen. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wo ich meinen Filterkasten bestellt habe? Und dass da so ein überkrasser, teurer Filter war? Als Bonus. Als Bonus? Was der Verkäufer nicht reingeschrieben hat? Ja. Na, erstmal, was haben wir hier? Warte, wir haben erstmal, wir hatten das Problem gehabt, die Einspritzleiste quasi mit den Einspritzdüsen-Serie war verschollen. Ja. Die hatten wir nicht mehr. Also haben wir geguckt, wo kriegen wir sowas? Und ich habe bei eBay UK einen Typen gefunden, der hat Ersatzteile verkauft und der hatte genauso eine gehabt. Mit den Seriendüsen drauf, alles drum und dran, hat wirklich, war nicht teuer. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gezahlt haben. Ich glaube, mit Versand und allem drum und dran 180 Euro. Ja. Das war auf jeden Fall ein Mega-Schnäppchen, was wir gemacht haben. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Wahrscheinlich ist die Vermutung ganz groß, dass wir die Seriendüsen nicht behalten können, sondern dass wir die Seriendüsen upgraden müssen, denn wir wollen ja mehr Leistung fahren. Aber da werden wir bestimmt eine Folge machen, wo wir dann explizit über Düsen wieder reden, genauso wie beim R34. Und euch dann zeigen, was wir für Alternativen... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich hasse das, ich schwöre, ich hasse das. Ich weiß, dass du wieder raus bist. Ja, ich bin genervt. Lies dir mal vor. Was mit den Dingern? Was ist los? Sind die kaputt? Nein. Diese Folge mit den Düsen kaufen und so hat sich gerade übrig. Film das mal. Wir haben. Also, wenn ich könnte, also, wenn ich für könnte. Die Leute, die es nicht gesehen haben, ich habe fast Tränen in den Augen, ja? Warum, was denn jetzt damit? Es sind eigentlich so die, mit, so die teuersten Düsen, die man holen kann, oder? Wie? Also, ja, eigentlich, ich glaube, die Düsen hätten wir noch nicht mal gewählt, weil die zu teuer sind. Aber das sind Injector Ds, D1000. Also Leute, wir haben eine Fuel Rail vom GTR für, ich müsste nachgucken, 180 Euro ersteigert. Ja? Mit Düsen für, keine Ahnung aus dem Kopf, was die kosten. Auf jeden Fall über 1000. Müsste man mal nachschauen. Ja? Mann, ja. Ja, das sind Injector Dynamics, ID-Düsen, ID1000. Oh, das heißt, das ganze Projekt ist jetzt noch mal ein bisschen billiger. Also oder? Jungs, nein, das Projekt hat sich gerade beschleunigt. So. Also wir haben quasi Upgrade-Düsen jetzt. Ja. Also Leute, ey, ich sag's euch immer wieder, Alter, das Karma ist in der letzten Zeit sehr gut mit uns. Guck mal bitte nach, ob alle gleich sind. Nein, nicht, dass nur eine so war. Nein, nein, das sind alles gleiche. Ich habe gerade schon geguckt, deswegen habe ich eine ausgebaut. Bitte zeig das mal in die Kamera. Ah, guck mal. Später, die glauben uns nicht mal, ja. Warte mal. Warte. Weißt du, warum der Trott? Entschuldigung, dass ich das so sage, weil er ist ja ein netter Typ. Weißt du, was er nicht gesehen hat? Guck mal, hier siehst du es richtig scharf, gut. Leider, ja. Warte mal, wenn wir vielleicht etwas weiter stehen jetzt. Ja, wirst du nicht erkennen können. Scheiße. Wir machen ein Foto. Ich zeig dir was. Was denn? Ich weiß, warum er die verkauft hat.
Ich schwöre, so nervös wie er wird einen gleich... Guck mal, das Problem ist, derjenige, der das verkauft hat, hat die als Serie gesehen gehabt, weil die hier so dreckig sind. Siehst du das? Die sind hier einfach dreckig und dann siehst du das Logo nicht. Aber wenn man die sauber macht... Muss man den Kabelbaum löten. Siehst du das Logo? Wir machen später ein Foto. Und jetzt nur so für alle, ihr habt auch was dazugelernt. Erst Kabel lösen, dann die Düse abmachen. Ja. Dominik wird schon wieder sehr doll meckern. Ich habe einen Stecker abgerissen. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. ja, Leute, ein bisschen aus dem Takt gekommen. Ich habe komplett meinen tollen Text, den ich euch jetzt runterrattern wollte, verloren, weil es die Schick. Aber weißt du was, heute, wisst ihr was? Heute gibt's Essen auf mich. Nee, endlich. Einmal nicht, dass wir uns ja, doch, wir müssen heute feiern. Mega, mega Überraschung mitten in einem Video. Das war's, ne? Hast du irgendwas dazu jetzt schon? Ja, gemacht? Ich wollte dazu eigentlich noch was sagen, aber ich bin jetzt gerade so krass aufgeregt. Ich freue mich tierisch, weißt du, das ist halt mega geil, Alter. Wir hätten sonst wieder gucken, wo können wir was billiger und Budget ist ja immer so eine Sache. Aber geil, Düsen sind da, tausender Düsen. Perfekt. Okay, kommen wir zu den Kolben und dem Pleuel. Ganz kurz gesagt, die hatten wir schon mal in einem Video mal gezeigt gehabt. Das Video ist aber wie gesagt offline. Das sind Manley Pleuel, auch aus Amerika, alles dort gefertigt. GTR, ja, guck mal hier, wunderschön. GTR. Ja, mit Logo drauf. Mhm. Ja, und die Pleuel, das sind diese Manley, wie hießen die, Platinum Series I-Beams, Turbo-Tuffs. Die stehen dafür, dass sie halt viel aushalten, leichtes Gewicht haben und so ein dieses Manley I-Beam-Profil haben. Gehalten wird das Ganze mit ARP-Schrauben, hochfesten Schrauben. Da, hier. Und laut Hersteller wird angegeben, dass diese Pleuel 1200 plus PS locker wegstecken können. Also, wobei ich immer ganz witzig finde, dieses 1000 plus PS locker wegstecken. Aber wir wollen gar nicht so weit. Wir wollen gar nicht in diese Region über 1200 PS. Wie viel Leistung haben wir noch gar nicht, glaube ich, gesagt, oder? Ja, doch, wir machen noch ein Ratespiel draus. Also, wir wissen ungefähr so, wo wir hingehen werden, aber ihr könnt immer noch in die Kommentare schreiben und raten, was da so passieren wird oder was ihr denkt, wie viel Leistung wir dem GTR einhauchen. Ja, das waren die. Davon gibt es natürlich auch 6 Stück. Die wurden schon fertig montiert, sind auch schon die Kolbenringe drauf, die Abstreifringe. Wie gesagt, bei Kolbenringen ganz wichtig, darauf zu achten, dass die in dem vorgegebenen Versatz sind. Haben wir noch was zu erzählen? Oder können wir jetzt endlich fallen gehen? Wir haben richtig krasse Einspritzdüsen. Wir haben richtig krasse Einspritzdüsen. Heute ist ID-Tag. Mega geil. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr schon mal so ein Glück hattet, dass ihr was bestellt habt, gebraucht ist und da waren so krasse Sachen. Ich kenne das früher von Skylines aus England rüberholen, wenn du dann in Deutschland warst, bist in die Werkstatt gegangen, hochgehoben und dann hast du auf einmal gesehen, boah, ist doch nicht nur ein scheiß Fahrwerk, sondern ein geiles Fahrwerk oder geile Goodies drinne, wie weiß ich was, oder, geile Boost-Controller. Das ist auch passiert. Aber wir sind so eine Überraschung. Bei Zizek, wie gesagt, er hat einmal so eine Integra Airbox aus Japan. Ist mir gerade aufgefallen, die liegt sogar da gerade. Die hat er sich aus Japan bestellt und kam an und da war so ein Spoon-Filter drin. Genau. Ist natürlich jetzt preislich ein Unterschied zu ID-Düsen, aber der Überraschungseffekt und die Freude war doch genauso da, oder? Und nur so nebenbei, weil wir gerade wieder beim Thema Honda sind, ich bin der Meinung, die Auslassseite, also die Auslassöffnung kleiner als beim W16. Na gut, wenn wir schon so beim größten Vergleich sind, ich bin der Meinung, dass die Düsen und diese Kolben und Pleuel so viel kosten wie manch ein Honda. Wie ein W16. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr bis jetzt noch nicht abonniert habt und es euch Spaß gemacht hat, dann auf jeden Fall abonnieren drücken. Checkt auch unsere Instagram-Seite. Heute habe ich nämlich schon vorher Bilder von den Sachen gepostet und die ersten Reaktionen kamen schon rein. Das war's technisch für diese Woche. Wir werden noch ein Video raushauen. Da werden wir ein bisschen auf die Fragen eingehen, die in letzter Zeit waren. Und das liefern wir euch auf jeden Fall nach. Muss ich noch was sagen? Abonniert. Habe ich doch schon. Glocke drücken, habe ich auch. Abonniert.
Ja, vielen Instagram. Dank, ich bin's Adam, Zdischek, hinter der Kamera steht gerade Rojan. Wir haben jetzt unsere Ruhe vor allem, ne? Jetzt ist hier nämlich Feierabend in der Werkstatt von Xado und wir können uns jetzt heute nachts austoben und werden schon anfangen vorzumontieren, dass demnächst Dominik herkommt und fachmännisch die Lagerschalen einmisst. Genau. Mann, ich freue mich tierisch, weil es wirklich jetzt so richtig Zug, so richtig, wir haben gerade so ein Segel gespannt und sind auf dem Finalweg und haben hoffentlich bald den Motor vom GTR fertig. Dann seht ihr demnächst, wie Dominik kommt und den Stecker wieder anbringt. Das mache ich. Bevor Dominik kommt, damit der Ärger nicht kriegt. Also Leute, haut in die Kommentare, wie ihr das findet. Haut in die Kommentare, wie ihr den GTR findet. Und ich sag mal, nächste Woche müssen wir mal wieder was mit dem Golf machen, oder? Ja, bin ich dabei. Schreibt abonniert in die Kommentare, ob ihr nächste Woche unbedingt den Golf sehen wollt. Abonniert. Vielen Dank. Abonniert. Ach so, kennst du Dings hier? Jalaka. Ha! Reaktion einer Katze. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, kommentiert einfach auch mal einfach, warum ihr nicht abonnieren haben solltet. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr abonniert, dann guckt euch gerade Dings hier. Ich stehe drumherum. Ja. Um den heißen Brei und wollen das Video nicht zu Ende bringen, weil wir so fröhlich sind wegen dem Teil. Weil wir euch nicht verlassen wollen.